Autogramme von Robin Dutt sind in Bremen durchaus noch gefragt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Das Heimspiel gegen Köln ist zum Auftakt des 9. Spieltags gefühlt bereits ein Schicksalsspiel. Für Dutt und auch für Werder Bremen im Abstiegskampf. Das Tabellenschlusslicht wartet weiter sehnsüchtig auf den ersten Sieg der Saison. Ich habe einfach nicht gelernt und ich will mich nicht mit Niederlagen und mit abfinden und 8 Spiele in Folge mit Werder Bremen nicht zu gewinnen. Das sind Dinge, mit denen kann ich mich nicht abfinden und da baut sich in mir ein ganz, ganz großer Druck auf. Hinzu kommt enormer Druck von außen. Der Vorwurf an Dutt, in seiner bis jetzt 16-monatigen Amtszeit habe er kein stabiles Spielsystem installieren und die eklatanten Defizite in der Abwehr nicht abstellen können. Rückendeckung erhält der Trainer aber nach wie vor. Ich möchte diese Frage auch nach wie vor nicht beantworten, weil sie sich für mich nicht stellt. Wir müssen gucken, dass wir hier schleunigst gemeinsam von diesem 18. Tabellenplatz runterkommen. Und noch ist die Möglichkeit ja da. Und damit müssen wir jetzt einfach mal anfangen am Freitag und jetzt endlich mal ein Dreier landen, damit ein bisschen Ruhe einkehrt. Deutlich entspannter ist die Lage beim Gegner. Köln hat durch den Sieg gegen Dortmund bereits 5 Punkte Vorsprung auf Werder. Am Freitag will sich der Aufsteiger noch weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Dabei lässt sich Trainer Peter Stöger aber keinesfalls von der 0:6 Niederlage der Bremer in München blenden. Dass man Spiele gegen Bayern München ausklammern muss, denke ich, hat man Mitte der Woche gesehen. Ja, so ist es. Momentan eine eigene Kategorie. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wir das auch nicht in die Beurteilung genommen haben. Wir haben dieses Spiel auch nicht in der Analyse dabei gehabt, weil es ganz eigene Art des Spiels ist und wir uns davon überhaupt nicht blenden lassen wollen, welche Fehler man gegen Bayern München macht. Bremen gegen Köln. Gleich die Auftaktpartie des 9. Spieltags birgt eine Menge Gesprächsstoff und bei einer Niederlage der Hanseaten möglicherweise die 3. Trainerentlassung der noch jungen Saison.